Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner, ich bin Sport- und Ernährungstherapeut und heute geht es einmal um das sogenannte Patellaspitzensyndrom, beziehungsweise es gibt viele verschiedene Namen. Patellaspitzensyndrom ist eigentlich so ein bisschen der Laienbegriff anhand des Ortes, wo der Schmerz auftritt. Man könnte auch vom Jumpers Knee oder vom Springerknie sprechen oder von einer Patellatendinopathie. Früher hat man auch den Begriff Tendinitis dafür benutzt, ist aber so ein bisschen davon weggekommen. Wie kommt man überhaupt darauf? Man hat den Begriff Itis, also Entzündung, benutzt, weil man eben typischerweise einen Funktionsverlust hat, was auch Zeichen einer Entzündung ist. Man hat eine Schwellung im Bereich der Patella, also im Bereich der Kniescheibe. Und wir haben eben natürlich Schmerzen. Und im bildgebenden Verfahren können wir aber eigentlich eine wirklich aktive Entzündung in den allerseltensten Fällen nur feststellen. Deswegen ist der heutige gebräuchliche Begriff eigentlich Tendinopathie. Das heißt, das betrifft dann auch die Achillessehne oder eben die Sehne des Oberschenkelmuskels, die dann eben über die Patella, über die Kniescheibe rüber geht, und die Schmerzen betreffen eben meistens so entweder den Bereich direkt unter der Kniescheibe, kann aber auch darüber knapp sein, und das empfohlene Trainingsprogramm hier kann ganz unterschiedlich aussehen. Man kann Dehnungen machen, man kann aber auch exzentrisches Krafttraining machen oder das, was wir in dieser Videoreihe versuchen werden zu machen, ist ein etwas neuerer Ansatz. Das ist nämlich einfach ein Krafttraining, das nicht exzentrisch ist, aber eben auch progressiv sozusagen immer weiter gesteigert werden kann für, ja, verschiedene Bereiche. Zum Beispiel heute dann hauptsächlich für die Oberschenkelmuskeln, weil eben diese Oberschenkelmuskeln hier vorne, der Quadrizeps, hat viele verschiedene Muskelanteile und die münden eben dann hier im Bereich der Kniescheibe, der Patella, eben in eine Sehne, die dann unterhalb der Kniescheibe ansetzt, um folgende Bewegung durchzuführen, nämlich das Kniegelenk zu strecken. Und genau diesen Bereich wollen wir in diesem heutigen ersten Schritt einmal kräftigen. Die Studie, aus der dieses Trainingsprogramm ist, hat 4 Phasen sich einmal vorgenommen und hat quasi versucht, SportlerInnen, denn hauptsächlich tritt das eben bei Menschen auf, die Basketball spielen oder die irgendwie anders Sprungsportarten haben, die quasi wieder zurück in ihre Sportart zu bringen. Und das ist so ein bisschen auch mein, ja, einfach Beweggrund, dieses Video zu machen. Wenn du unter solchen Beschwerden leidest, dann könntest du dieses Trainingsprogramm eben einmal ausprobieren. Die erste Phase ist immer relativ einfach, sage ich mal, oder sagen wir so, dem Niveau geschuldet, was eben mit dem Schmerz einfach möglich ist. Und du darfst dir jetzt gerne eine Skala von 0 bis 10 vorstellen. Und 10 ist der stärkste vorstellbare Schmerz. Und dann solltest du während dieser Übungen maximal bei einer 5 sein. Und alles Weitere machen wir dann gleich. Schon die erste Übung ist eigentlich unterteilbar in 3 Übungen, je nach Schweregrad. Wir machen mal Folgendes. Du setzt dich einfach mal an die Wand mit ungefähr 60, also so ungefähr diese Höhe, bis vielleicht auch, wenn du durchaus tiefer kommst, dann auch tiefer bis 90 Grad. Und musst jetzt einfach mal schauen, wie dein Schmerz hier vorne oder wo auch immer der ist, das so toleriert. Denn dieser Schmerz, das ist auch ein Kriterium für diese Tendinopathie, ist belastungsabhängig. Das heißt, er tritt unter Belastung auf und wird stärker, je mehr das Bein, die Sehne belastet wird. Und das hier ist eine Belastung. Und deswegen sollte der Schmerz, ja, maximal bei einer 5 sein. Und dann könntest du theoretisch versuchen, diese Haltung, so lange wie es für dich möglich ist, so lange wie du das quasi mit einem Schmerz auf maximal 5
aushalten kannst, ja, so lange machst du diese Übung. Und ich weiß natürlich nicht, wie gut du jetzt zu Hause bist. Von daher könnten wir da jetzt vielleicht mal so eine halbe Minute anpeilen. Da sind wir ja eigentlich auch schon. Es gehen aber auch 2 Minuten und länger. Zwischendurch tief ein- und ausatmen hilft ein bisschen, den Schmerz besser zu ertragen, sage ich jetzt auch mal. Auch dieser Schmerz hier im Oberschenkel, der jetzt kommt, weil der Muskel arbeitet, dieses Brennen, das können wir jetzt auch ein bisschen besser ertragen. Und wenn wir eben nicht mehr können, dann würden wir einfach wieder hochkommen. Und das wäre jetzt so ein bisschen die Einstiegsvariante. Das heißt, du suchst dir deinen Winkel aus. Wenn du deinen Hintern höher hast an der Wand, wird es leichter. Wenn du tiefer gehst, wird es dementsprechend schwerer. Die zweite Stufe wäre jetzt folgendes. Du gehst hier runter und versuchst jetzt, das Gewicht nur auf einem Bein zu lassen, auf dem, was nicht wehtut im besten Fall. Und das andere streckst du aus. So. Und dann wieder runter. Und dann wieder ausstrecken. Und dann wieder ausstrecken. Machen wir einfach mal 5 Mal. Und dann könnten wir auch tatsächlich mal die Seite versuchen zu wechseln. Denn jetzt ist ja das Bein, was wir üben, mehr belastet. Und da musst du jetzt auch gucken, bleibt dein Schmerz unter 5. Und dann kommst du auch vielleicht langsam wieder hoch. Hast jetzt natürlich einen kleinen Einblick erstmal nur gewonnen. Die nächste Stufe, die wir heute auch noch machen, wäre mit einer Kurzhantel. Also zum Beispiel hiermit. Das hier sind jetzt 5 Kilo. Du könntest weniger nehmen, du könntest auch mehr nehmen, aber das kann man einfach jetzt ganz gut greifen, sage ich mal. Und dann begibst du dich wieder da rein. Und dann hältst du die quasi in der Hand oder in beiden Händen. Bisschen extra Gewicht. Und dann wieder Bein ausstrecken und wieder runter. Bein ausstrecken. Und wieder runter. Seite tauschen. Zwei noch. Ja, und dann einfach wieder aufhören. In der Studie haben die jetzt immer 45 Sekunden genommen. Das heißt, die Übung hat ungefähr 45 Sekunden gedauert, hatte auch immer, wenn es um dieses Bein ausstrecken ging, 5 Wiederholungen. Das kann man natürlich so ein bisschen variieren. Das heißt, man kann auch 8 Wiederholungen machen oder 10 oder 20. Man kann auch gucken, dass man die Übung 45 Sekunden hält oder 1 Minute oder 2 Minuten. Also letztlich so, dass du es machen kannst, aber auch, dass es dich ja schon fordert. In der vorliegenden Studie haben die SportlerInnen dieses Training für mindestens 1 Woche gemacht und danach wurde eben geschaut, ob das Schmerzlevel bei einem bestimmten Provokationstest und eben auch bei diesen entsprechenden Übungen unter 3 liegt, also 3 oder weniger. Und dann haben sie quasi das gemacht, was wir nächste Woche machen, also quasi Phase 2. Und dieser Provokationstest war eine einbeinige Kniebeuge. Das kann man theoretisch auch einfach mal probieren. Ich mit meinen etwas steifen Fußgelenken bin da immer nicht so gut, weil ich nach hinten wegfalle. Deswegen nehme ich mir so einen Stuhl zur Hilfe. Aber letztlich würde man quasi versuchen, hier runterzugehen und dann auch einbeinig
wieder hoch. Aber dann natürlich mit entsprechender Fußgelenksbeweglichkeit viel, viel eleganter, sage ich jetzt mal. Nennt man Pistol Squat, ist auch eine super Übung, wenn man zu Hause trainiert, die Beine trainiert, aber eben keine Gewichte zur Verfügung hat, dann einfach mal Kniebeugen mit beiden Beinen machen. Und wenn das eben unter 3 möglich ist, dann wäre das ein Hinweis, dass man quasi zu den nächsten Übungen, zur nächsten Stufe übergehen sollte. Und die schauen wir uns nächste Woche an. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Schreib mir in die Kommentare, wie du mit den Übungen so zurechtgekommen bist. Man sollte sie übrigens 3-mal in der Woche machen, habe ich noch vergessen. Und ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder.